Jo Freunde, was geht? Willkommen zurück in Need for Speed Heat. Mal wieder im Jahr 2020, Digga. Ich muss mich, also das ist echt, das ist nicht so einfach, sich daran zu gewöhnen irgendwie, ne? 2020, Alter, meine Fresse. Junge, die Zeit, die rennt aber auch, ne? Leute, ein Wagen oder eine Marke, eher gesagt, die wir ein bisschen vernachlässigt haben bisher, deswegen will ich jetzt unbedingt ein Video dazu machen, ist Audi, ja? Ich bin hier gerade beim Audi S5 Sportback. Es gibt nur noch einen anderen Audi, leider, und das ist der Audi R8. Oder gibt es davon zwei? Warte mal. Okay, nee, es gibt tatsächlich nur einen, den V10 Performance. Leider nicht als Cabrio, gibt es keine Variante. Schade eigentlich irgendwie, ne? Obwohl die irgendwie gefühlt alle Autos nochmal als Cabrio gemacht haben. Ja, Freunde, nur zwei Audis im kompletten Spiel. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mal gerne eure Meinung reinhauen. Ich muss aber auch wirklich ganz ehrlich sagen, so viel. Ja, obwohl doch, eigentlich schon. Ich wollte erst sagen, Audi bietet da gar nicht so viel coole Sachen, aber eher doch eigentlich schon, kann man jetzt gar nicht so sagen. Ich hätte, was mir wirklich fehlt, was mir richtig fehlt von Audi, ist erstens mal der RS6. Ne, RS7 wäre auch sehr geil, hätte ich auch gerne gesehen. Und ja, ich werde gleich noch ein paar Sachen dazu sagen. Wir kaufen den erstmal, weil es der einzige Audi ist, den wir noch nicht haben. So Leute, wenn wir jetzt gerade schon nicht stehen, lass uns mal, ich will mal ganz kurz den Sound hier abchecken von dem Ding. Sieht schon mal schmackhaft aus, ne? So ein bisschen eleganter, das Ganze hier. Ist natürlich am Regnen, geil. Geil. Der Sound kickt richtig nice auf jeden Fall. Es ist kein V8, ne? Wir können ja mal kurz gucken. So, gucken wir mal. Genau, das hat man nämlich auch gehört. V6 Motor. Hat man ganz eindeutig gehört. So, da frage ich mich gerade. Ich bin mir nämlich eigentlich sicher, dass es auch ein V8 gab, oder nicht? Oder hat der V8 nur, oder ist er nur im RS5? Im RS6 ist auf jeden Fall einer. Da bin ich mit so 100% sicher. Jetzt fällt es mir wieder die Schuppen vor den Augen. Jetzt, genau. Nee, beim RS5 ist auch kein V8 drin. Das war nämlich beim alten RS5. Genau, deswegen habe ich den alten noch so gefeiert. Beim alten Audi RS5, Vorgängermodell, da war noch ein schöner V8 drin, ja? Ja, Downsizing ist auch hier angekommen. Wisst ihr Bescheid. So, schade. Schade Marmelade. Naja, was willst du machen? Ich finde es echt auch schade, dass hier so viele Audis nicht drin sind. Jetzt, wo ich gerade mal so drüber nachdenke, sind echt viele nicht drin. Also generell finde ich, ein S5 brauche ich nicht. Hier hätten sie einen RS5 reinmachen können. Oder zumindest beide, dass man aussuchen kann. Ich kenne auch Leute, die finden den S5 irgendwie geiler. Verstehe ich nicht, aber okay. Ja. Aber mir fehlt einfach ein RS6, definitiv. Und ein RS7 wäre auch sehr geil gewesen. Und was auch ganz cool wäre, ein Q7. Das wäre auch nice. Es gibt ja Geländewagen, ne? Warum kein von Audi? Naja, wir gucken einfach mal, was wir hieraus machen können. Die Haube können wir machen, die ist entspannt. Die andere ist irgendwie too much. Ich liebe ja den Grill, ne? Ich liebe den Grill. Ich weiß nicht, viele feiern das nicht mit den silbernen, aber ich finde das echt, das kann echt sehr, sehr gut aussehen. So, Frontstoßstange können wir schon mal. Oh, Digga, die ist ja mal schmackhaft. Nee, die geht nicht, ne? Digga, aber die ist geil, Alter. Von Alchemist. Ja, mal gucken, vielleicht gehen wir mal komplett auf Alchemist. Die sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Was haben wir hier noch? Spoilerlippe braucht der eigentlich nicht, ne? Was mit der hier? Die könnte man sogar noch machen. Ja, die trägt ein bisschen auf zwar, aber ja, okay. Das kann man noch nehmen. Frontleitbleche von Audi sogar. Als ob es die Original von Audi gibt, ey. Aber wenn das so ist, können wir die auf jeden Fall mal einbauen. Verbreiterung. Ja, ein bisschen breiter wird er tatsächlich, ne? Das kann man echt gut machen. Ist wieder ein Speedhunter-Teil. Dann nehmen wir das. Ich finde, das passt ganz gut mit den Frontleitblechen zusammen. So, ne. Die lassen wir auf jeden Fall mal Standard. Hier unten würde ich auch eigentlich. Ja, doch. Guck mal, worauf Alchemist gehen. Es gibt nicht viele Teile. Bevor jetzt einer reinschreibt, will ich nochmal kurz damit aufklären. Es gab vor Release des Spiels oder ungefähr an Release des Spiels, weiß nicht mehr genau, wurde ein Bild veröffentlicht, wo man einen Audi S5 gesehen hat. Komplett aufgetunt. Vielleicht kann ich es hier nochmal kurz einblenden, das Bild, wenn ich es gerade finde.
Der Wagen sieht ultra heftig aus. Das ist ziemlich das krasseste, was ich jemals gesehen habe. Und ich hatte ohne Scheiß, als ich das nur das Bild gesehen habe, habe ich echt die Hoffnung gehabt. Geil. Digga, Kuss geht raus. Danke für den Twitch-Follow. Jo, an der Stelle auch nochmal, Leute. Folgt mir auf jeden Fall mal bei Twitch, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da ist ein Follow kostenlos. Und ich werde definitiv jetzt öfter wieder streamen, weil wenn die Krankheit so langsam weggeht, dann geht es wieder richtig los. Ich dachte wirklich, du kannst den so richtig geil tunen in dem Spiel, ja? Nein, kannst du nämlich nicht. Das war nur so, ja, so ein Fanmade-Ding, glaube ich, ne? Digga, das kannst du doch nicht machen an dem Auto. Hätten wir das Bodykit von dem Bild, wäre das ja okay, ne? Ich feiere nämlich so einen Spoiler, aber du kannst gar nichts machen. Der sieht voll scheiße aus, voll scheiße, oder? Ach, Digga, nee, Mann. Geht gar nicht. Nummernschild. So, was nehmen wir denn jetzt hier mal? Das ist ein geiles Teil. Wobei, hier fallen die Katzenaugen weg, ne? Nee, dann lass uns das hier nehmen. Da habe ich keinen Bock drauf, so eine schwule Kacke, ey. Das ist wieder so typisch Deutschland, Alter. Ihr müsst Katzenaugen an dein Auto dran haben. Warum? Braucht kein Mensch die Scheiße. Boah, difficult jetzt hier, ne? Das ist doch ein bisschen heftiger, ne? Komm, wir nehmen das mal. Alchemist. Guck mal, haben wir fast komplett durchgezogen. Können wir noch ein bisschen abdunkeln? Ja, volle Pulle hier. Komm, zack, zack. Die Auspuffrohre finde ich eigentlich nice. Wahrscheinlich wird es eh nur wieder so komische hier geben, die da absolut nicht dran passen. Ja, das war mir schon wieder klar. Lassen wir es so, wie es ist. Leute, wir sind echt schon durch. Mehr kannst du nicht machen an dem Auto. Echt schade. Sehr, sehr schade. Die Felgen finde ich ja geil, ne? Aber wir können die nicht größer machen. So. Ich werde mir mal kurz eine Wagenfarbe überlegen und dann gucken wir mal wegen den Felgen. So, Leute, ich habe die Wagenfarbe schon fertig. Seht ihr ja schon ein bisschen. Ich wollte mal kurz die Felgen zeigen. Das sind die SSR Mesh. Das sind, glaube ich, die letzten SSR-Felgen, die man einbauen kann. Finde ich sehr, sehr geil. Ohne Scheiß. Ich würde die sonst, glaube ich, fast an kein Auto passend anbringen. Aber so finde ich echt nice. In der Mitte habe ich jetzt schwarz gemacht. Ja, ist echt schon die größte Größe. So, wir müssen noch kurz hier Reifen. Auch gezogene. Bremsscheiben auf jeden Fall. Und schwarze Sättel hätte ich gerne noch. Von Wilwood. So. Zack. So, das ist übrigens die Wagenfarbe jetzt. Ich habe das ungefähr angepasst an dem Rückleuchten, Rückspiegel und an dem Grill vorne, ja, weil ich diese Farbe feiere und ich wollte schon immer mal einen kompletten Audi haben in dieser Farbe. Ich finde das übelst geil, ohne Scheiß. So, jetzt bin ich nur noch einmal am Überlegen hier wegen den Scheinwerfern. Eigentlich passen die da sehr gut rein. Ich glaube, wenn man die in schwarz macht, passt das nicht so, Leute, oder? Was meint ihr? Ja, das muss man natürlich auch tiefer legen, damit das auch schön aussieht. Es sieht schon geil aus, ne, so komplett eintönig irgendwie. Ganz ein paar schwarze Applikationen. Ja. Ja, Mann. Das ist schön. Ein Ticken fehlt noch hinten, würde ich sagen. Also generell, so ein kleines Ticken wäre noch ganz cool. Aber das steht schon. Alter, steht ja gut da, ey. Und die Felgen, Alter. Die Felgen gucken gefühlt so einen Meter nochmal raus. Guck dir das mal an. Könnt ihr das sehen? Ey, das ist so geil. So, dann können wir uns jetzt endlich mal um den Motor kümmern, ja? Ich tue mal eben kurz alle durch. So, Leute, einmal alles eingebaut. Das ist jetzt ein Standardmotor. Wir kriegen den auf 800 PS. Das ist geil, Alter. Das ist echt nicht schlecht, aber er hat leider nur Stufe 359. Also, wir müssen auf jeden Fall wechseln. Die Motoren haben wir zur Verfügung. Alle schon durchgetunt, natürlich. Wir skippen einfach mal so ein bisschen durch. Ich will jetzt hier nicht auf alles eingehen. Der wäre schon mal besser. Kommen wir auf 380. Wir achten mal nur oben auf die Stufe, ne? Oh, 400 plus direkt. Was haben wir hier? 12-Zylinder Boxermotor. Oh, Digga, das ist ja auch krank. Der kommt auch auf 400 plus. Ein V8. Okay, der ist auch bei 400 plus. Ein 5-Liter V8. Jo, der ist auch auf 400 plus. Noch ein V12. Ja, der ist auch auf 400 plus. Auch 400 plus. Auch 400 plus. Ja, alles klar. Geil. Welchen. Also, warte mal. Ich würde in dem Wagen eigentlich gerne einen V8 einbauen. Der V8 ist schon mal besser als der 5 Liter. Nehmen wir den erstmal. Jetzt können wir ja mal gucken, ob wir noch irgendwie ja, ein paar bessere. Guck mal, der ist zum Beispiel auch 400 plus, aber alle Werte schlechter, ne? Mal gucken. Auch alles schlechter, alles schlechter. Oh! Ja, ist auch schlechter. Auch schlechter. Oh, auch schlechter. LOL! Aus
instinktiv den geilsten Motor ausgewählt, oder was? Ja, hier wird alles rot. Mal ein bisschen aggressiven Sound hier reinscheppern in der Bude. Ja. Das ist geil. Oh, doch. Kann man doch hören. Hier oben rum gefallen mir gar nicht. Der gefällt mir. So, dann nehmen wir jetzt noch Raum mit rein. Es gibt echt schon verschiedene Töne. Bei manchen Autos hört man das irgendwie gar nicht, aber bei manchen wiederum schon. So, raus mit dem Teil, endlich. So, Freunde, da steht er. Könnt ihr mich noch hören? Ey, der Standgeblubber ist so krank laut. Ich habe übrigens noch mal ein Luftfahrwerk eingebaut. Könnt ihr mal kurz gucken, wie das wieder runter geht hier noch? Oh. So würde ich ihn auch gerne fahren, Alter. Das ist schon krass, ne? Ja, Mann. Der Sound ist aber echt brutal, Alter. Ey, der Wagen sieht auch echt richtig geil aus, ey. Wie der einfach im fünften Gang immer noch richtig zieht unter Touring, ne? Aber der V8 hört sich oben rum am schönsten an, irgendwie. Warum hält der da an, Junge? Ey, ich hasse das in Autospielen, ne? Die fahren über eine Kreuzung drüber und müssen erstmal instant anhalten. So die Scheiße immer. So Leute, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Wagen auch auf der Strecke was kann. Gucken wir doch mal, oder? Also natürlich Audi-typisch schon mal hier ordentlichen Grip am Start. Das ist schon mal geil. Ich finde das richtig cool, dass sie immer so einen Unfall bauen am Anfang und ich dann voll reinfahre. Ah, schleppt er schon oder? Nee. Oh doch, gar nicht. Oh! Ach! Ja. Wir haben noch ein paar Runden Zeit, aber ich glaube. Aber ganz schwierig. Guck mal, wie der nach außen geht, ne? Oh, Bruder. Wir waren jetzt auch nicht wirklich schnell, ne? Keine Chance. Ohne Gas wegnehmen hast du keine Chance, Kurve zu kriegen. Nicht gut. Ey, das ist scheiße, Alter. Ach, schade, Mann. Junge, wenn er in so einer einfachen Disziplin schon verkackt. Also wenn er das, wenn er so, sich so verhält, ist meistens schon immer scheiße. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt hier gar nicht zu Ende. Wir gehen direkt mal in die Nacht, Leute. So, ich hoffe, der Wagen ist jetzt hier mal wenigstens ein bisschen zu gebrauchen. Gucken wir nochmal Luftfahrwerk. Schön, Alter. Schön sieht er ja wirklich aus, ne? Baba-mäßig, Alter. Schon geil. Ja, vielleicht, wenn man bremst, dass er vielleicht doch die Kurve ganz gut bekommt. Aber ich versuche ja immer eine Kurve, wenn möglich, so zu fahren, ohne zu bremsen. Weil du natürlich immer Geschwindigkeitsverlust hast. Zum Beispiel beim letzten Video mit dem Aventador SVJ. Der ging ja so in die Kurve rein. Ja. Das ist einfach viel besser, ne? Da musst du halt nicht so oft bremsen. Bei so popligen Kurven. Ja, wir haben auch wieder die 381 hier. Mehr schafft er wieder nicht.
Ja. Das ist einfach ein Phänomen in dem Spiel, dass jedes Auto 380 fahren kann. Ja, der kriegt die Kurve gut, ne, wenn du bremst. Da kriegt er die Kurve ganz gut. Nur das Ding ist, du musst halt echt bremsen. In vielen Kurven. Hier zum Beispiel. Ja, der hat auch noch geschafft. Aber es gibt immer mal wieder eine Kurve, wo du dann mit einem anderen Auto zum Beispiel nicht bremsen musst. Und mit dem musst du voll in den Anker gehen, damit er die Kurve kriegt. Das ist nicht geil. Aber lässt sich wirklich nicht schlecht fahren, muss ich jetzt mal sagen. Der ist nicht so hektisch oder so und wackelt nicht so viel rum. Ja, aber guck mal hier, ne? Auf 140 km/h mal eben wieder runter, um die Kurve zu bekommen. Ist schon ein bisschen blöd. Und der baut dann auch nicht wieder so schnell den Speed auf. Ach du Scheiße, wo fahr ich denn jetzt hin? Ja gut, das war jetzt. Das war jetzt mein Fehler. Schade, Alter. Mir wirklich mehr erhofft davon. So, nochmal ganz kurzes Endfazit zu dem Wagen. Ich denke mal, über die Optik brauchen wir nicht reden. Über die Farbe kann man natürlich streiten. Aber über die Optik brauchen wir nicht. Der Wagen ist geil. Ja, aber mir fehlt einfach Audi in dem Spiel. Jetzt, wo ich ja jetzt nochmal richtig drüber nachdenke in dem Video hier, das ist einfach scheiße, Junge. Es gibt ein S5, nicht mal RS5. Ja, und dann auch nur noch ein Audi R8. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es zum Teufel nicht. Es gibt so viele Huracans. Alter, es gibt einen Huracan, Huracan Spider, Huracan Performante, Huracan Performante Spider, sind vier Autos, aber es gibt nur zwei Audis. Wo ist der Sinn? Dann gibt es einen Aventador S, einen Aventador SJ, Roadster, einen SVJ, einen SVJ Roadster, auch nochmal vier Stück. Sind acht Lambos, was eigentlich nur zwei Grundautos sind. Huracan und Aventador. Leute, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und schreibt mal, welcher Audi euch fehlt, wenn euch überhaupt noch einer fehlt. Würde mich echt mal interessieren. Ich hoffe, dass noch welche reinkommen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber ich hab echt die Hoffnung, dass irgendwann mal was kommt. Ich wünsche mir auf jeden Fall ein Audi RS5. Das wäre geil. Als Alternative zu dem Bums. Ein Audi RS3 wäre auch nicht schlecht. Ein Audi RS6 und ein Audi RS7, ja. Wäre alles geil. Und vielleicht noch ein Q7. Fände ich auch nicht schlecht. Schade. Naja, was willst du machen, Leute? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal auch nochmal eure Lieblingsfarbe für das Auto unten drunter. Ich habe ja jetzt Silber gemacht, aber ich denke mal, ihr habt auch eine coole Idee. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.